Hallo Afobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Micha. Ich bin der Held der Steine. Hallo Held. Servus, grüß dich. Bin ich mal wieder vorbeigekommen, ne? Ganz genau. Und schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Wo? Hier, da, siehst du es mir? Ah, da ist es doch, meine Güte. Und ich habe einen riesen Gaudi gehabt, das ist nämlich was Lustiges und ich zeig dir das mal. Das ist die Ancient Street von Lodz und das ist das Gasthaus jetzt. Es gibt ja hier eine Seite, ich zeig's dir auch gleich nochmal. Es gibt hier eine Seite, du hast ja, und guck mal, du hast ich ja, guck ich weiß auch. Das, du hast das Lager hier, du hast die einzelnen Sachen. So, schau mal. Daraus haben wir verschiedene, das sind dann vier Stück und die können wir natürlich aneinander rein. Und ich habe jetzt mal mit einem kleinen angefangen, um euch das mal zu zeigen, um was es geht. Das sind Blocks in der Mini-Größe. Und die Mini-Größe verhält sich ist bei 3:4 Noppen. Das heißt, wenn wir 3 Lego-Noppen sind so lang wie 4 Noppen von Lodz. Und hier ist es jetzt mal nebeneinander gelegt. Das ist eine 3x3-Platte und das ist ein 2x4 Stein. Nur mal für euch als Idee, damit ihr wisst, worum es da geht. Das Putzige ist, dass sie tatsächlich, und das sensationell, du machst ja wieder professionell mit, ja. Das Putzige ist, dass die tatsächlich jeden Stein nehmen und einfach klein schrumpfen. Inklusive Teile trennen. Ja, das ist grandios, wie ich den eben gesehen habe. Es ist Hammer. Das ist der Oberknaller, ja. Dieser Teiletrenner. Und das Problem war, ich habe am Anfang damit rumgefriemelt und die Teile sind, ich habe ja schon mit normalen kleinen Lego-Teilen ein Thema. Und als ich jetzt auf diese kleinen Teile gekommen bin, war ich an der Grenze von dem, was ging und ich habe sie nicht auseinandergekriegt. Dann habe ich diesen kleinen Teiletrenner entdeckt und dann habe ich mit dem rumgehebelt und hatte einen riesen Gaudi. Funktionierte? Einwandfrei. Okay, das ist immer wichtig. Das ist wunderbar. Es ist einfach es ist alles runtergeschrumpft. Es gibt natürlich einen Lappenaufkleber, habe ich nicht drauf gemacht. Das ist hochgerechnet ja auch ein DIN A4-Zettel, theoretisch, wenn es ein großer Maßstab wäre. Ordentlich was, ja. Weg damit. Es gibt wunderbare Ersatzteile, auch von allem was dabei, also auch ein Kopf dabei, eine Fliese, Plates, also einmal quer durch den Gemüsegarten plus diese 3x3-Platte ist auch ein Extra, die ist auch dabei. Und der war auch dabei? Der war nicht dabei, mit dem zeige ich dir jetzt was. Dann zeig mal. Bisschen unruhig. Wenn man das hier nämlich dranlegt und wenn man sich das mal anguckt, dann sieht man, dass dieser Viererstein, das ist ja eine, zwei und dann kommt ein Zweier. Wenn man das hier dran legt, sieht man, dass es genau 3 Noppen breit ist. 3 Noppen von dem Viererstein gehen weg für 4 Noppen von dem hier. So, jetzt haben wir genug über 3 und 4 gesprochen. Jetzt haben wir hier das Haus. Ach, du kommst jetzt noch mit den Nanos hin. Wo du hier schon mal Größenvergleich bist, dann. Guck mal, dann stellen wir hier nochmal. Genau, haben wir hier den. Diese Diamond, die sind mir ja wirklich. Da habe ich mich nicht rangetraut. Meine Hand und dann ist hier so ein Diamond-Block, das geht für mich nicht. Das sieht man so ein Zweier. Ja, Gott, das ist winzigst. Also das ist erstmal. Das mikroskopisch. Machen wir erstmal hier, ne? Genau, wir machen hier. Und wir haben dazu natürlich ein paar nette kleine Designstückchen. Wo habe ich denn das Männchen? Spielst du mit den Figürchen rum? Ist mir unter den Fingernagel gerutscht. Das ist. Gib's bitte uns wieder zurück für die Präsentation. Guck doch mal hier. Ey, ich finde, das ist der Hammer. Ist das kleinste bedruckt? Das ist das kleinste Vieh aller Zeiten. Und dazu, und ich meine, das arme Figürchen ist genauso groß wie der Gockel. Also irgendwas haben sie da auch mit, aber ist egal, es hat ein kleines Männchen. Ein Menschlein, nennen wir es mal. Du Thomas, ist dir aufgefallen, dass der einen Kochhut auf hat? Der hat einen Kochhut auf. Das ist aus Gasthaus. Ah, jetzt? Da wird ein Schuh draus. Ah. Genau, und der hat auch hier seinen Wagen, den kann er ziehen. Das sind die Felgen, die auch auf die Autos draufgezogen werden, auf die Creator Sportwagen zum Beispiel. Diese Felgen in klein geschrumpft mit den perlgoldenen Zäunen drumherum. Mir fällt zwar Zäune nie ein. Und ein Miniaturfass dazu auch. Also ich meine, die Sachen kann man ja aufmachen. Das ist tatsächliches Fass. Und das ist doch absurd mit diesen kleinen Deckeln. Und also auch mit einer zierlichen Hand ist das wirklich turboputzig, oder? Also das sind alle Steine, die du so kennst. Alle, die du kennst. Einfach nur geschrumpft, oder? Richtig. Und es sind auch alle Spezialsteine. Das sind nicht nur diese Standard 1x1, aber 2x4, wie man es kennt. Das sind alle Steine und auch in wirklich guter Qualität. Guck mal, auf den Noppen steht auch Lodz drauf. Mhm. Das gibt diesen gewohnten Look, den man ja haben möchte. Die einen sehr runde, die runden einen sind, das sind auch 2 Stück, die oben übereinander gesetzt haben. Hier habe ich 2 übereinander gesteckt. Ah, genau. Ja. Ohne Lesebrille ist es nicht so gut zu erkennen. Tut mir leid. Ich habe auch wirklich, ich habe so am Abend gebaut, das war keine gute Idee. Das zeig doch mal her, der Inneneinrichtung. Wir kommen sofort dazu. Aufgeregt. Ich merke das, ich ja auch. Wir müssen alle Abenteuer nacheinander beobachten und das sind tolle Sachen zu sehen. Ihr werdet so viel Spaß haben. Hier sind Pflanzen dabei. Guck mal, ich wackel hier die ganze Zeit rum, die Kamera kann wieder nichts einfangen. Ich bin es nicht gewohnt. Ihr wisst, das Hightech hier alles. Guck mal, der Mini-Gockel da vorne. Der ist doch ein Traum, oder? Mit dem Vordach, das hier ist so ein Plastikstoffteil, was man hier so als Vorderkant hat. Dann Pflanzen dazu. Segel. Dann haben wir hier Sandgrün.
Hier in der Seite, das sind die Pins, weil das ist ja so eine Modularreihe, kann man nebeneinander setzen. Dementsprechend sind da die Pins. Wir haben das schon mal kurz gezeigt eben. Herzlichen Dank. So Mitarbeit ist. Wahnsinn, ja? Es ist der Knaller. Hier sind auch noch mal an der Seite, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, sind auch noch mal ein paar Fässer reingelegt. Zeig ich gleich mal von vorne. Mhm. Hier seht ihr Gekordel, weil die... Ja, die stört also, mich ein bisschen. Das ja, mich. Und das war Grausamkeit gegen Mensch und Tier, das da festzumachen. Unfassbar. Das ist hier an der Seite so ein Fass, das hat dann so einen Kittel drüber. Und ich habe das versucht, irgendwie nachzuempfinden. Und ich, also, dafür ist diese Zeltplane zu störrisch. Wäre das so ein weiches Tuch, was sich so flanellig da drüber legt, dann wäre das eine Möglichkeit gewesen. Aber das Ding ist störrisch. Und es hat keinen Spaß gemacht. Deswegen würde ich es weglassen. Das ist der Tipp vom Profi. Aber egal. Nein. Doch. Nein. Doch. Das muss weg. Und auf jeden Fall hier, das ist die Kordel, die ist auch üppig bemessen. Die war da komplett dabei. Ich habe es einfach mal so gelassen, wie es jetzt war. Ja. Wenn das weg ist, weil dieses Fass eigentlich ist auch eine nette Konstruktion. Das hier ist so ein großer Cone, den man normalerweise auf Raketen oben hat, um es zusammenlaufen zu lassen. Und hier drunter sind diese Mini-Dachsteine, die über Ecke gehen. Ja, wir können erst meinen, es wäre ein Es ist ein, Stein, genau. Ne? Es sind aber alles lauter kleine. Richtig. Und das ist klasse. Und hier ist es mit diesem Mini-Pin zusammengesetzt. Also ich finde das Zeug sensationell. Ich habe da richtig, man entdeckt quasi jeden Stein immer wieder neu. Ja, diese Geländer, diese Fensterchen, die sehen aus wie nur halt alles klein. Richtig. Also ist richtig. Also und man drumherum auch mit den Farben, das ist total super gemacht. Es hat auch ein Innenleben. Ja, das sieht ja wirklich gut aus mit Kleinigkeiten dabei. Und wir fangen mal an, was wir auch noch modular, ne? Oder? Pass mal auf, wir können das Dach abnehmen. Ach komm, das ist die Dachkonstruktion. Genau, die ist hier reingesetzt mit Plate Modified, jeweils an den Seiten festgemacht. Und ich meine, diese 4x4-Platte sieht auch echt putzig aus. Ich überlege, ob das eine putzigere Größe eigentlich ist als der normale Maßstab. Bei mir macht das, mir macht das echt Spaß, das anzugucken. Übrigens, die Klemmkraft ist Weltklasse. Es hat alles sehr, sehr gut zusammengepasst. Und dazu hat es eine hohe Teilequalität. Man sieht praktisch keine Angusspunkte. Und das finde ich großartig. Teile könnte man durch. Also wer damit zurechtkommt, mit ein bisschen kleineren Teilen zu bauen, für den ist das richtig toll. Guck mal, hier siehst du den Anguspunkt so ein bisschen da, so einen kleinen Punkt. Man braucht kleine Hände, kleine Fingerchen. Und kleine Augen, um das zu sehen. Große Augen. Große Augen. Ja, okay. Also auf jeden Fall, das ist drin, die Details hier mit den Fässern und ich meine, müssen das alles mal ein bisschen weiter, die alten Leute hier müssen uns mal ein bisschen weiter weghalten hier, damit wir das sehen. Guck mal, der Bartosch würde das auch gerne sehen. Ich zeig das dir. Guck doch mal. Guck mal. Oh, hier oben ist ein Bett, das können wir gucken. Guck mal, das sieht er nicht. Ich glaube, das ist ein Tisch, oder? Ach, jetzt, ich habe die unteren beiden nicht gesehen. Ich dachte, wenn es da Kopfkissen und die Decke. Ich zeig's noch mal so zum allgemeinen Reinschauen. Und das ist echt putzig. Unten ist auch noch mal ein Tisch, ist ja ein Gasthaus. Ist das hier ein großer Flatscreen oder meinst du, ist das die Speisekarte? Das ist ja hinter der Theke. Das ist, ja gut, das kann ja auch Sport aber als du. In so einem Klassen, das entscheidest du jetzt mal, was das ist. In der Ancient Street hängt mit Sicherheit ein großer Flatscreen. Das oder, hat ein bisschen was von einem Puzzle, sowas, oder? Ja. Oder? Das ist so ein, ja, aber es ist wirklich toll. Ich meine, das ist auch die Sache, ist nichts nummeriert, also man reißt die Tüten auf und hat erstmal, es sind ja, haben wir darüber geredet? Nee. Das weiß ich gar nicht. Hau raus, wie viele Teile? Das sind 582. Nein, oder? 582 Teile, das muss man sich mal, das ist normalerweise so ein Haus. 580 Teile. Aber ich meine, es sind auch kleine Teile. Es sind viele 1x1 dabei. Es sind ja, und wenn du den dabei. Mal abziehst und den abziehst, dann wird es auch schon wieder weniger. Richtig, zack, nur noch 580 Teile. Und es ist eher die Rollen nicht so richtig. Ja, gut, die sind also, zu dünn, die haben keine Auflagefläche. Vor allem nicht auf die. Erzähl weiter. Jedes Mal ist es. Egal, wir kriegen das hier hin. Aber ich habe auf jeden Fall Spaß. Ich hatte wirklich einen Spaß an vielen kleinen Sachen. Ich mag auch diese Mauerprofilsteine, die so winzig sind. Und die Fenster sind winzig. Und hier diese kleinen roten Köpfe. Und das ist ja der Punkt. Das ist ja eigentlich ein Kopf. Also ich weiß jetzt auch nicht, warum die Figur so mini sein muss, weil runtergeschrumpft ist das ja die Kopfgröße dann. Weil das ja normalerweise, die Lampions sind ja auch normalerweise. Also müsste der Kopf ja so groß sein und nicht so groß. Der Kopf wäre aber viel zu groß, wenn er so groß wäre für das Haus. Würde ich jetzt sagen. Da hast du völlig recht. Aber warum ist dann der Gockel so groß? Das ist ja der Turbo-Gockel. Es ist Chef. Chefgockel. Das ist der Chefgockel. Möglicherweise. Bisschen die Treppenkonstruktion hier war ein bisschen die Seuche, weil die frei schweben am Anfang. Und die werden erst später abgesichert. Also ich würde eigentlich die Treppe erst bauen und dann final draufsetzen. Das ist in der Anleitung. Ach, habe ich über die Anleitung eigentlich geredet? Die Anleitung. Aber wir gehen hier wenigstens mit System vor. Da kann uns keiner vorhalten, wir will die durcheinander machen, ne? Ja, wir gehen komplett mit System vor. Bevor du da machst, guck mal, was ich gesehen habe.
sag mal. Grandiose Bodenplatten. Oder ja, was? Natürlich, natürlich, die sind wunderbar. Also und diese immense Größe am Ende. Das sind ja richtig Noppen, oder? Das sind richtig Noppen. Also richtig viele Noppen. Da baust du richtig was auf weg. Auf kleinem Platz. Auf kleinem Platz. Ich habe ja erst gedacht, das ist so eine klassische 6x6 Platte oder sowas, aber war es da nicht. Ist, irgendwo hängt es dazwischen. Aber es ist ordentlich groß. Und hier oben, das ist ganz nett bei der Anleitung, hast du einmal eine Gesamtübersicht. Bauabschnitt 1. Aber man kippt halt auch alles auf einmal raus. Also du hast alles auf einmal in der Hand. Und dann hast du die Übersicht, ist in Ordnung. Und danach geht das dann so. Also man baut es tatsächlich so Schritt für Schritt weiter. Und der untere Bauschritt wird ausgegraut. Und es ist, geht, passiert relativ viel pro Bauabschnitt. Und du hast jetzt nicht... doch hast du. Oh Gott. Ich bin miteinander gefallen. Ja, das du hast im Grunde, was du brauchst. Genau, was du brauchst. Und der Bauabschnitt vorher wird ausgegraut. Und dann nur das, was farbig ist, baust du wieder drauf. Ja. Und man kommt durch, das ist gar kein Problem. Für 600 Teile in der Größe ist es halt echt... Das ist das Kleinste. Also hier, übrigens, das ist, mit dem Kannchen bringt er das, was er hier gekocht hat. Genau. Ja, für den Leuten, oder ne? Das ist Essen auf Rädern. Oder das ist, ich wollte gerade sagen, das ist die Auslieferung. Ja. Der hat einen Lieferdienst da angeschlossen. Das hier ist... Nasi Goreng to go. Das ist Nasi Goreng to go, ganz genau. Und für er hat ja eine Sportsbar. Und da hat er natürlich auch ein Takeout. So, und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir es wieder zusammengebaut. Magst du es mal ausmessen, um mal zu gucken, was wir hier haben? Ich habe so ein ganz kleines Feature hier. Gell? Also wir haben eine Höhe von 10. Und eine Höhe hier von 10. Ja, Quatsch. So. Knappe 7. Und knappe 7. Also du hast hier im Quadrat gebaut. Ich habe ein Quadrat gebaut. Das Mensch ist umgefallen. Ja, aber ist das nicht sensationell jetzt mal also, von der... Nein, ich finde das optisch ein Hammer. Und weil du auf diese kleine Fläche so viel Farben und Details gebaut hast, finde ich das optisch halt ein Brille. Wirklich ein Brille. Ich habe da meinen Kittel runtergemacht und dann kann man das da draufsetzen und dann hat man sein Fass da auf dem Balkon stehen. Das ist wunderschön. Also das ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich kann mir vorstellen, wenn die vier in einer Reihe stehen, weißt du? Dann sieht es cool aus. Schau mal. Und die haben ja auch alle vier solche Accessoires dabei. Ne? Also wie der hat hier das To-Go und dann... Genau, die anderen haben Hund dabei und hier diesen Verkaufsstand dabei. Den Brunnen, das ist da wirklich... Und guck mal hier, die ganzen Details hier hinten an der Seite bei dem Blacksmith, also bei der Schmiede. Das ist noch besser, das Ding. Die Schmiede geht richtig vorwärts. Das ist die Taverne. Das ist schon gut. Also. Was haben wir da hinten? Steambuns, hervorragend. Ja, auch noch groß, super. So, aber du hast keine Sticker aufgebracht. Ich habe keine Sticker aufgebracht. Das heißt, wir wissen am Ende des Tages nicht, was in dem Laden wirklich ist, weil es außen dran steht. Und bei dir nicht dran steht. Genau. Schade. Bei mir weiß man das nicht. Wann das der Klaus sieht, ich weiß nicht. Na gut. Ich hoffe, er wird glücklich sein damit. Wir können mal gucken. Ich sehe hier aber keinen Fernseher bei den Stickern. Ich glaube fast, es ist ein Bild, was über der Theke angebracht wird. Ich bin mir fast sicher. Ich glaube, das ist kein Flatscreen. Nein, aber dann müsstest du einen Sticker dafür haben. Wir trotzdem, oder? Für diese Fläche. Hier. Ich würde sagen, es ist ein Bild. Ja, ist es. Ist es. Ist ein Bild. Genau, und hier oben dann die Umrandung. Nein, ich finde es wirklich schön. Also mir gefällt es und ich werde auch die anderen drei noch bauen. Die sind echt klasse. Und das hier vorne sieht doch auch aus, das Eckhaus hier, das hat dann was von dem alten Angelladen so. Das ist was hier. Wenn du die anderen drei gebaut hast, bringst du sie mit? Machen wir nochmal mit alle vier? Können wir nochmal nebeneinander stellen, auf jeden Fall, oder? Ich bin doch eigentlich immer mal in der Nähe. Dann komme ich vorbei und dann gucken wir nochmal drüber, was wir hier so entdecken. So. Also einzeln sehen die Dinger so aus, ne? Genau. Die anderen drei noch mal kurz. Richtig. Und du verrätst ja auch den Preis schon. Das ist ja der Knaller. Und ich meine, das ist, na klar, es ist winzig klein, aber du kriegst knapp 600 Teile. Zeig mir mal was vergleichbar aus. Wie ist es denn bei den anderen? 560, was haben die so? 570, 560. Also ich habe das Größte, ich habe den gleich das Größte. 582 Teile. Also ich habe Spaß gehabt und ich werde sie aufbauen. Ich bin mir ganz sicher. Und 13 Euro finde ich für die Kleinigkeit eine schöne Sache. Vor allem beides, ja. Es ist klein, aber es sind alle Teile dabei, mit allen Details. Und es sind tatsächlich gute Teile. Das hat mich am meisten verblüfft. Ich habe eigentlich gedacht, das hat man ja häufig bei diesen ganz kleinen, dass man mit Spiel baut. Und das hat man hier in dem Fall nicht gehabt. Man hat wirklich sauber und fest gebaut und das Ergebnis ist klasse. Du hattest durchgehend auch keine Probleme, dass du sagst, das hält nicht, das funktioniert nicht, da komme ich nicht hin, solche Geschichten. Nee, das hat tatsächlich funktioniert. Das hat gut funktioniert. Ich hatte mal, wenn ich jetzt hier vorne, weißt du, so eine Pflanze hier in die Ecke setzen sollte, da habe ich halt ein Problem mit dem dicken Finger an die Ecke zu kommen, dass man drücken kann. Da hast du aber meine Teile drin und dann einfach mal runtergedrückt und dann saß das. Das war eigentlich in Ordnung. Und schön finde ich auch hier so ein Detail.
ich zeige es auch gleich mal in die Kamera, dass hier eine 1x1-Platte ist und oben drüber ist ein Ring und durch den Ring wird die Pflanze gesteckt und dann draufgesetzt. Und ich finde, das gibt einen schönen Detailgrad in die, was ist das, Fensterbank da, halt einfach in die Begrünung der Fensterbank. Also mir hat das gut gefallen. Das Dach finde ich toll. Das ist ein bisschen wackelig, wie man das einstellt, aber das ist, da kann man sich halt jetzt den Winkel genau überlegen, dass einem so gefällt, wie man möchte. Soll ja optisch gut rüberkommen, dann ist es halt auch mal mit den Baureihen ein bisschen wackelig. Okay. Gibt man sich ein bisschen Mühe. Fass mal zusammen, was du da mitgebracht hast. Fass ich mal, ich habe Leckerbissen. Also es ist ein... Also ich dazu denke, es gibt Mittagessen. Okay. Ich krieg wieder nichts, okay. Das sind Mini-Blocks Gasthaus. Marke ist Lotz. Set Nummer 1724, 582 Teile. Der Preis sind 13 Euro. Ah, das ist doch wunderbar. Mit 13. Genau, Abmessung 7x7x11, wie wir es professionell abgemessen haben. Ich glaube, du hast 10 gesagt. Ich glaube, du hast da was weggeschummelt. Ich bin mir relativ sicher. Ja, vielleicht haben wir die noch mitgemessen. Die Pins. Das war unwahrscheinlich in der Höhe noch so schräg draufgelegt. Möglicherweise war das dann. genau. Und die Sache ist, von der Komplexität her würde ich sagen, es ist ein guter Durchschnitt. Es ist ein bisschen abhängig davon, an welcher Ecke man ist. Also diese Kordel da drauf zu setzen, das ist, wie gesagt, für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber alles andere eigentlich ist entspannt zu bauen. Dementsprechend kommen wir am Ende auf einen guten Tisch. Ich habe schon gesagt, dass ich keine Eltern mehr habe. Das tut mir leid. Aber dann... Deswegen sollten sie jetzt erschlagen. Genau. Und was hast du noch für eine... Ich habe noch die Vespa mit... Vespa wollte ich mal zeigen. Wollte ich auch dir mal zeigen. Baust du die auf oder kann ich die mal aufbauen? Machen wir Schnickschnackschnuck. Okay. Die Vespa von Lotz. Auch mit den Teilen liegen wir ähnlich, mit 673 Teile. Auch in der Mini, ja, auch in der Mini-Größe. Ja, steht genau. Ja immer da oben dankenswerterweise drauf. Das ist die Mini-Größe. Aber wenn die optisch das hierher machen, ja, grandios, oder? Ja, vor allem, wenn die von den Teilen so passt, dann ist das echt ein. Das gibt ja nachher bestimmt hier so eine Vespa, oder? Und du hast ja 670 Teile reingebaut? Ja, oder ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen gespannt. Haben wir auch. Die sieht cool aus. Also das wird ein großes Fest. Ich glaube, wenn die Vespa steht oder wenn das Haus da ist, dann muss ich nochmal den Main runterschwimmen und dann gucken wir uns das gemeinsam nochmal an. Ich habe abgelesen. 14,95. 14,95. Das ist doch sehr schön. Passt. So. Ganz glanzvoll, würde ich sagen, oder? Dann haben wir das hier besprochen. Wir hatten viel Freude. Und sind wir durch? Sind wir durch? Haben wir alles gemacht? Sind wir durch. Fassen wir es doch nochmal zusammen. So Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst, man kann nie genug Knoppensteine haben. Wohlbar. Demnächst gibt's mehr. Das wird ja fantastisch, gell? Viel Spaß beim Bauen. Macht's gut, bis bald. Tschüss.